Reisen bleibt in der Corona-Krise ein Risiko. Die Verlängerung der Reisewarnung für mehr als 160 Länder durch die Bundesregierung führt das noch einmal deutlich vor Augen. Es bleibt aber auch dabei, für 31 europäische Länder fällt die Warnung demnächst weg. Was vor ein paar Wochen noch untersagt war, ist bald wieder möglich. Erholung vom Alltag in der Ferne, vielleicht in den Bergen oder am Meer. Wer kann das jetzt nicht gebrauchen? Doch sollten Reisefreudige nicht vergessen, die Pandemie ist noch nicht überwunden. Das Risiko einer Infektion ist nach wie vor groß. Dicht am Strand oder in der Urlaubsdisco, das ist keine gute Idee. Die Kreuzfahrt verbietet sich von selbst. Mundschutz und Desinfektionsmittel gehören unbedingt ins Gepäck. Die Aufhebung von Reisewarnungen ist keine Aufforderung, jetzt alle Vorsicht zu Hause zu lassen und sich ins erstbeste Getümmel zu stürzen. Der Staat überlässt es vielmehr seinen mündigen Bürgern, selbst Risiken und Bedürfnisse gegeneinander abzuwägen. Wie wichtig ist uns die Erholung im In- oder Ausland? Wie viel Abstand und Hygiene ist dabei möglich? Solange das Virus nicht besiegt ist, gilt Urlaub auf eigene Gefahr.